So, jetzt lasst uns erstmal die Unbrauchbaren hier. Ja, dann wird es aber auch einfacher für uns, wenn wir jetzt Jugendspieler rankriegen, ne? Und dann können wir durchaus auch mal Jugendspieler... So. Der hier, der Finne. Kannst du machen, Starfleet? Sagt jeder aus dem Chat, kann gerne einen Spieler haben. Und ja, wenn er dann regelmäßig da ist und das auch verfolgt, ist okay. Ansonsten entscheiden wir dann zusammen mit der Community, wenn der dann halt auch mal gehen muss, beziehungsweise dann wieder umbenannt wird. Ivan Drago. Oh, alles klar, Moment. Spielerinfo. Details. Spielername. Ivan. Drago. Spitzname ist Sam. Dass wir das... Passt. Wenn du noch einen, wenn du auch ein Spielerbild haben willst, irgendein spezielles, dann einfach in den Discord, in den FM, FC California Channel stellen und dann schneiden wir dir das auch raus und dann kommt das rein. Da ist jemand Rocky-Fan, Teil 4, ja. Wenn er dort ist, ist er dort. Okay, was ist er denn da für eine Nationalität? Ich verraff das immer wieder, wie man da... Verletztes kann auch gehen. Gut. Was ist denn mit Maverick eigentlich? Warum ist denn der so... Voraus. Was hat denn er so für Spezialitäten? Er ist Dribbler. Ins Dribbling gehen. Warum nicht? Warum denn nicht? Abfahrt. Wir kassieren zu viele Gegentore schon wieder. Zwei, zwei nur. Jetzt hätten wir uns da oben den Platz sichern können. Hinter Gießen. Swasiland ist, glaube ich, das. Okay. Polizeisportverein Union Neumünster. Ob die auch Ultras haben? Das ist interessant. So, was ist denn jetzt? Ist jetzt hier. Ah, hier ist spielfrei. So, dann könnten wir hier mal was für einen Teamgeist machen. Da gehen wir hier mal essen. Und vorher machen wir noch schön ein Freundschaftsspielchen. Und zwar gegen... Das sind immer wohl ganz liebe Ultras. So, nichts mit Bengalos bei denen. Sonst kommt die Mannschaft und verhaftet dich. Das Vereinigte Staaten? Der Raul Ruidas von den Seattle Sounders.
sondern machen Seifenblasen. Das kann auch sein. Mit Pfeifen, mit Drillerpfeifen. Brrr. Jugendturnier. Da haben wir sogar mitgespielt und sind Letzter geworden. Jonathan Ath Jensen. Alter. Okay. Ja, die setzen Aufrufezeichen. Ich weiß. Ihr habt 80.000. Ich unterschreib's. Komm. Nehmt ihn mit. DFB-Pokal-Spoiler. Ja, bitte. Ihr könnt die Ergebnisse gerne in den Chat schreiben. Viertel vor neun ist dann wahrscheinlich Anpfiff bei den Bayern, ne? Frankfurt führt 2-0. Gegen wen spielt denn Frankfurt? Ich hab's vorhin im Radio gehört. Krieg's schon wieder nicht zusammen. Oh, das normalisiert sich. Guck mal. Die werden langsam etwas fitter. Hirnerschütterung. Terence Hiller Trainingsziel erreicht. Sehr gut. We still believe. Wie kriegen wir da die Tür? Husten ist immer noch nicht ganz weg. Wie kriegen wir denn da die Teamdynamik nach oben? So, Testspiel, ne? Wir bleiben jetzt trotzdem so stehen. Du richtiger Serbe. Gibt's auch unrichtige Serben? Ecuador, Eigentor, ich werd verrückt. Kassieren zu viele Gegentore. Selbst in einem Testspiel gegen Arminia Klosterhardt kassieren wir 2 Gegentore. Mann, wie kriegen wir das in den Griff? Vielleicht ein bisschen doch die Abwehrreihe ein bisschen zurücksetzen. Mal doch so spielen. Die Form ist jetzt gerade mal wieder super geil. Ecuador verunsichert. Boxkampf, ja, bin ich.
Sie waren bisher noch in keinem einzigen Trainingslager. Wie denn? Es gibt sogar albanische Japaner. Tja. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Sowohl Frankfurt als Union, beides sehr sympathisch. Ach genau, die spielen gegen Union. Hast du die Zeitumstellung eigentlich gut überstanden? War ein bisschen müde. Muss ich sagen. War ein bisschen müde. So, Kessner wechselt, alles klar. Und ab dafür, das war keiner aus der Community, den brauchen wir nicht aufheben. Ja, komm, unterschreiben. 13 freie Banden haben wir noch. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal bezüglich Infrastruktur. Vereinsgelände erweitern. Ja, das, da wollen wir eigentlich hin. Here we are now. Hier hinten, hier unten sind wir doch. Da sind wir richtig. So, Vereinszentrum. Was bringt uns das, wenn wir das ausbauen? Es würde mehr Sponsoren bringen, aber ich will ja eher auf die, in die Richtung hier weniger Verletzungen und Kram. Ja, bitte mal ausbauen, die Geschichte. Trainingsplätze hätten wir auch noch. Da brauchen wir aber Trainingszentrum Level 6. Zusatzeinheiten Ausdauertraining. Müssen wir machen. Müssen wir tun. Ab 20:15 Uhr, ja gut, das ist ja mit Vorbericht, Gedöns, bla bla blub. Willst du denn in Belgrad, Rolando? So, mal gucken, ob es jetzt vielleicht ein bisschen besser läuft, wenn wir einfach ein bisschen... Warum sind die alle so schlecht drauf, ey? Spielergespräche, im nächsten Spiel bräuchte ich in Topform. Jetzt lasst mich doch nicht schon wieder alle hängen am Anfang, ey. Wenigstens wird die Fitness ein bisschen. Das ist schon mal ansehnlich. Maverick hat Trainingsziel erreicht. Er ist wieder fit. Gut. Da müssen wir dann nochmal einstellen. Aber erstmal speichern. Eine Rundtour machen kann. Bratislava, Budapest, Belgrad, Sarajevo und Zagreb. Das ist klingt so schlecht nicht. Alles jetzt Länder, die mich nicht so wirklich interessieren. Aber jedem das seine, ne? Wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß. 1-0 Führung. 2-0. Sehr gut. 1-2. Kommt, Jungs, reißt euch am Riemen. Komm, legt noch eins drauf, legt noch eins drauf. 1-3. Yes. Gut. Oben nicht abreißen lassen, das ist wichtig.
hier Punkte auf Gießen, das ist okay. Ach, ich finde immer sowohl als auch. Also ich mache gerne Städtereisen. Oder halt auch mal so Sachen, wo man eigentlich nur rumrennt, so wie letztes Jahr USA oder so. Ich freue mich aber auch dieses Jahr auf 2 Wochen Strandurlaub mit meiner Frau. Da freue ich mich auch drauf, da habe ich auch Bock drauf. So, Uli Küppers. Warum? Warum habe ich gesagt, abbrechen? Will ich nicht. So, letzte Saison waren wir Vierter. Letzte Saison waren wir 9. Diese Saison sind wir 4. Das ist doch schon mal besser nach 5 Spieltagen. Nech? Ah. Ah doch, ist schon cool. So ein bisschen Strandurlaub, das ist... Wenn du wirklich die ganze Zeit arbeiten bist und dann finde ich es cool, weil es... Ich meine, du liegst zwar im Prinzip nur rum, wobei wir liegen da auch nicht nur rum, sondern wir machen da schon auch Ausflüge und sowas. Das ist schon auch immer drin, aber weißt du, du knallst dich dann halt einfach so in den Tag mal reinleben, 2 Wochen. Das finde ich halt das Geile im Urlaub. Ich mag es auch, wenn man so Rundreisen macht, wo du dann so planst, ah, morgen machen wir das, übermorgen machen wir das und so. Das finde ich auch ziemlich nice, wenn das alles, ich bin eh so ein strukturierter Mensch, ich mag sowas. Aber ich mag es dann auch mal so 2 Wochen, wo du weißt, okay, du musst dich um nichts kümmern. Nichts zu kochen, nichts trinken, du brauchst dich um nichts kümmern, einfach nur. Und dann mag ich das, morgens aufstehen, schön frühstücken gehen, an den Strand oder an den Pool knallen, ein Buch lesen, chillen. Ach geil, da freue ich mich dann auch immer drauf. Also ich mag es sowohl als auch. FIFA Rules, grüß dich. Kannst du mir das Stats aus der vergangenen Saison zeigen? Wenn ich wüsste, wo ich das mache, dann kann ich dir das sicherlich zeigen. Auf jeden Fall bist du Stammspieler. Moment, wo kann ich denn das sehen? Also du hast 40 Spiele gemacht, aber noch kein Tor. Bei Karriere. Ach ja, hier. 22. 35 Spiele gespielt und warst 2x Spieler des Spiels. Also du bist auf jeden Fall Stammspieler. Und du hast deinen Vertrag verlängert bis 27. Meine Freistöße machen mich traurig. Ich weiß gar nicht, ob du die Freistöße bei uns schießt. Müssen wir mal reingucken. Kaufangebot ablehnen. Ja, Transfermarkt schließt in 2 Wochen. Das ist nicht verkehrt. Langsam geht es mir nämlich echt ein bisschen auf den Keks. Hättest du 2 Tage einen Plan? Ja gut, wenn du eh flexibel bist, Rolando, mit Auto und sowas, dann ist ja egal, ne? Wenn du in der einen Stadt sagst, du bist in einem Tag durch, dann fährst du halt gleich direkt weiter. Das ist halt das Coole an so einem Roadtrip. Bayreuth hat Interesse an uns. Wir spielen doch jetzt auch, wo spielt denn Bayreuth? Bayreuth spielt 3. Liga, ne? Spielvereinigung Bayreuth. So, Jugendmannschaft. Ah, da wurde wieder aufgefüllt. So, Maverick, zeig's dir mal, wo es lang geht. Der Medizinband rausholen und hier müsste mit den Hügel rauf und runter laufen müssen. Ja. FIFA Rules, das war Pat. Pat oder Jojo. Du kannst es aber gerne im Discord einfach in den FC California Channel stellen und Pat oder Jojo mal anpingen.
Wobei, ganz im Zweifel kann ich es dir auch machen. Bloß halt jetzt nicht. Da. Die alle nach Hause. Jetzt alle nach Hause, Leute. Alles unter 3 Sterne schicken wir nach Hause. Oder 2,5. Er hatte aber doch seine. Ja, hat er. Gut. Sehr guten Jugendspieler keinen Vertrag gegeben. Jetzt tu doch mal langsam, die Saison hat erst angefangen. Was ist schon wieder rumstressen? Auch wenn es für private Zwecke wäre, ja klar. Ja, natürlich FIFA Rules Schlereien. Wenn es Jojo oder Pat nicht fix machen, dann kann ich das auch rausschneiden. Guck mal, wir werden fit, Leute. Wir werden tatsächlich fit. Freue mich gerade ein bisschen. 6. Spieltag zu Hause. Komm. Reißt was. Nicht hängen lassen jetzt wieder. Ich sag's noch. ...1-0 hinten. Das darf nicht wahr sein. 1-0 verloren gegen Eddersheim. Mann, du. Und Maverick hat gelb-rot gesehen. Yay. Muss da Küppers spielen, ne? Mit einer hervorragenden Form. Maverick wieder. Junge, kannst dich wieder nicht zusammenreißen. Alles für den Verein. Übers ist okay, er macht das. Na, dein Vertrauen möchte ich haben. Momentan läuft es wieder alles andere als wirklich rund. Meist müssten wir da durch die Decke schießen. Kaufangebot für Jojo ablehnen. Das Bild so. Haha. Fällt aus. Das ist aber Pechkicher, der Haha. Friedberg, Türegücü Friedberg. Trainingsziel erreicht? Ja, bitte. Wir könnten uns ja auch mal für einen internationalen Wettbewerb bewerben, oder? Was meint ihr? Der MAN Arena? Doch nicht schlecht trainiert. So.
die nächsten, da müssen wir uns jetzt halt einfach ein bisschen drum kümmern. Ich finde das ganz geil, wenn jetzt die Jugendspieler ordentlich kommen. Oh, wie sieht's denn da eigentlich aus? Haben die jetzt schon gekickt? Ja, bestimmt, ne? Das ist egal, wie wir hier stehen. Eine 9,5-Sterne-Talent, ja. Wir haben den einen oder anderen Spieler schon hier. Bud Spencer, der gehört an Hulu. Mit zarten 16 Jahren. Trainiert er gerade optimistisch? Und Terence Hill haben wir auch. Den könnten wir eigentlich gleich mal zum linken Verteidiger, haben wir den schon. Nein, das soll mal linker Verteidiger spielen. Und Gewicht? Ja, das hält sich in Grenzen. Wow, wie viel wiegt der denn? Sehe ich das eigentlich schon? Ne, oder? 71 Kilo. Doch, ist doch in Ordnung. Vorwarnung, bin gleich weg. Spiel Dieter, das ist aber schade. Ich hoffe, du kommst wieder. Endstand: Frankfurt gewinnt 2-0 gegen Union und steht so mit dem Halbfinale. Oh, weil sie ihren Hochzeitstag vergessen haben. Achso, das war letztes Jahr. Nee, wir haben ja schon wieder August. Ja, ich glaube, da wäre sie wirklich sauer. So, egal, wir müssen rein gegen Türgücü. Wieder 1-0 hin. Leute, 2-0, was ist denn los, Mann? Oh, ich check's nicht. Guckt euch den Abstand jetzt schon mal wieder an. 21 Punkte der FC Gießen. Es sind laut... Ich check's nicht, warum verlieren wir denn? Warum verlieren wir denn die Spiele alle? Streng. Sehen die Ausstellungsregeln aus, ja. Über die Flügel spielen, Jojo Spielmacher. Passspiel dann eher kurz. Also sollen wir das mal ein bisschen verlängern. Nexa, grüß dich. Dann ist die Moral wieder gesunken, ja. Ich krieg's aber momentan gar nicht hoch, das ist mein Problem.
Ne, Rick auf jeden Fall wieder rein. Schwierig. Weil unsere Abwehr eigentlich mit die stärkste der Liga ist. Dann guck mal, wir sind bei jedem Verein von der Mannschaftsstärke her auf jeden Fall drüber. Aber wir reißen halt nichts. So, haben wir da mal spielfrei, wieder September, ja, hier, pass mal auf, dann könnten wir hier. Mal in Kurztrainingslager. Auch rein, Spieldito. Schön, dass du da warst. Anguck. Gar nicht zieht, ist unser Sturm. Also da haben wir echte Probleme, finde ich. Hat schon 7 Punkte Vorsprung auf Platz 1 und 2. Das ist nervig. Und 4 Chancen rausgespielt. Pat hat das Bild schon fertig gemacht. Super. Ja, Pat ist fix. Ich glaube, er lurkt hier. Wenn ich ihn heute Mittag richtig verstanden habe, ist er am Lurken. So. Gehalt von 32.500. Wo kriegen die denn die Kohle her hier? Dazu sage ich nicht, ich sehe aber alles. Top-Transfers. Ja gut, das sind halt die mit Geld, ne? Da ist der Gießen, Barockstadt, Fulda, Lehnertz, das sind halt alles die, die als Aufstiegskandidaten gelten. FIFA Rules hat es mal wieder in die Mannschaft der Woche geschafft, sehr geil. Waldhof hat Interesse an uns, Viktoria Köln auch, Ferl, neuer Jugendspieler, nein, Jojo stärker, Nexa stärker, Anulu stärker, Chucky stärker, hat an den Schwächen gearbeitet, ne? Also ihr habt ja anscheinend Bock,
Das große Geld. Hm. Motivationslehrer. Wollen Sie ihn besuchen? Ja. Tequila fällt 2 Wochen aus. Gut. Alle Spieler haben eine Moral um 5 Punkte. Sehr gut. Jetzt verletzt sich natürlich Tequila. Was bedeutet, Colin muss übernehmen. Gut. Geht's weiter? Jetzt kommt Bayern Alzenau. Gegen die sollten wir halt gewinnen. Wäre schon wichtig. Aber wenigstens das Transferfenster jetzt zu. Ja. Spieler sehen ihre Entscheidung kritisch. Jetzt fangen sie schon wieder an. So, verhandeln. Summe erhöhen. Laufzeit senken. Machen wir. So, 1,2 Millionen, 1,3 Millionen. Kommt Besuch. Macht nix, Starfleet. Alles gut. Beim nächsten Mal wieder. Freitag gibt's 12 Stunden Stream, wenn du Bock hast. Da bin ich 12 Stunden online. Also, wer da keine Zeit findet, reinzuschauen, wann dann? Trotzdem schön, dass du da warst. So. Wir speichern mal schnell.